Na gut, ich überspringe mal ein bisschen. Es interessiert eh kein Schwein, weil eh nichts Interessantes steht. Regeln, sagt er. Okay, ich muss jetzt in die Apotheke. Ich will auch so einen Elfenbogen. Hast doch einen. Nee. Wie, nee? Du hast doch gesagt, du kaufst einen. Ich hab kein Geld dafür. Hast du gesagt, du verkaufst Zeug. Hat Schleppst aber du nicht da zwei noch. gereicht. Schleppst du denn alles wieder mit dir rum, das du nicht brauchst und nicht verkaufst? Ich hab schon alles verkauft. Ja, alles für Tränke drauf. Ich geb dir nichts. Okay. Ich Ey. habe 5 Schaden. Vielleicht lernst du irgendwann mal mit Geld umzugehen. Außerdem ist das hier kein Koop-Spiel. Wir haben PvP an. Ich habe Feuerbälle bereit. Vielleicht versuche ich mal die. Auch irgendwann alle. Ich habe ein paar hundert Heiltränke. Ich auch. Ich habe das Feuernova. Das wird toll. Super. Kommt herein und willkommen in der Apotheke. Ich bin Elvitra. Und dies Warum ist muss ich das Apotheke. Jedes Mal durchklicken? Bitte schaut euch an, was ich euch Wer ist da? Kann. Was Sagt mir wollen Bescheid, Sie? Wenn ihr etwas wünscht. Achtet Sag gar Ihnen, nicht Sie auf sollen Unwille. sich gefälligst Es geht Ihnen nicht beeilen zu und gut. verschwinden. Also, wie kann ich euch behilflich sein? Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich weiß eure Fürsorge zu für euren Sohn, ihr Feigling. Die Tüte, den das war mir nicht so nahe. Das war so. Wie oft habe ich gebetet, sie ist gestorben. Dass es nicht von meiner Hand geschieht. Ruhet sanft. Ach, sie ist mein gestorben. Mann, wir werden nicht lange voneinander getrennt sein. Er ist Aber gestorben. Erst muss ich das Unrecht, das wir begangen haben, wieder gut machen. Ich habe euch viel zu erzählen. Ja. Ich leg mich mal ins Bett. Was soll ich jetzt machen? Ich doch nicht. Ach so, Haus Fatin sollen wir jetzt. Ja, gut. Das ist eine Quest sogar. Das hat nichts mit meiner Quest zu tun. Ja, jetzt komm her. Ach so, du willst wieder auftanken, ja? Nee, ich möchte hier nur wieder am Feuer stehen. Stille beschreibt dieses Spiel am besten. Ah, und er kniet wieder zu meinen Füßen und wedelt mit seinem kleinen Schwanz. Ach, wie süß. Gut, reicht doch. So. Ich habe euch viel zu erzählen. Ja, ja. Lass uns mal die Drachen töten. Zeit wird's. Speicher mal.
Okay. Wahrscheinlich geben die dann nur noch irgendwie so 10.000 oder sowas. Für dein Spielerlevel angepasst, kriegst du 10.000 Erfahrungspunkte. Weiß man nicht. Ja. Kennt ihr das, wenn ihr Blut hustet? Nö. Ich auch nicht. Wie viele Bogenschießen hast du? Null. Null? Gar keins. Ich kann gar nicht Bogenschießen. Oh, ich bin zu dicht rangegangen, glaube ich, oder? Ein bisschen. Töten wir jetzt den da? Hier sind so eine Typen. Die haben auch manchmal Bögen dabei. Ich bin schon mal ein bisschen angeschlagen. Legst du die Typen oder brauchst du Hilfe? Ah! Ich bin tot. Fertig. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Wo ist denn der? Da ist auch ein Zweiter. Wo kommt der fickte Wichser her jetzt her? Da kam von oben oder irgendwie noch ein Zweiter hergeflogen. Ich weiß aber nicht, wo genau wo der jetzt ist. Der ist ein bisschen höher, ja. Er kam da einfach über die Berge geflogen. Immer ein bisschen weiter weg. Ich habe ihn getroffen. Kannst du jetzt beide töten. Ist alles gar kein Problem. Kannst ruhig mithelfen. Ha? Kannst ruhig mithelfen. Kannst du aufhören, auf mich zu schießen? Dich treffe ich natürlich sofort wieder. Wo stehst du noch? Du stehst da. Ich stelle mich mal auf der anderen Seite des Baumes. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich gerade hinschieße. Ich krieg nichts anvisiert. Du musst nichts anvisieren. Schieß ruhig weiter auf mich. Hey, der andere Dach ist weiter runtergekommen. Schlechter Punkt, ganz schlechter Punkt. Toll. Ich dachte, ich schlug ihn ein bisschen näher ran, dann treffen wir ihn besser. Ja. Und der trifft uns besser. Ja, Details. Ist doch nur ein Drache, jetzt stell dich nicht so an. Du bist ja fast so, als wenn der mächtig wäre. Da, ich habe 3 Schadenpunkte oder so gemacht. 3, hey. Kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen? Das ist ja viel zu dicht dran, ne? Toll, jetzt hängt er hinter der Tanne fest. Ich hab da nach hinten auf dich geschossen, großartig. Wie auch immer das funktionieren. Ich habe ein Holzschild, ja. Ich block deine Schildangriffe einfach, du Scheiß. Ach, ja. Ich mach 3 Schaden. Und du so? Ich auch. Ja, bei so. Mir vielleicht. Komm nicht so weit nach links. Weißt du was, ich nehme mir die 2 Millionen, du kriegst gar nichts. Ich habe 4 Schaden gemacht, hey. Muss ein Crit gewesen sein, nochmal. Ich mach, hau hier Crits raus, mache ich 33% mehr Schaden. Krieg ich den von hier mit Zaubern anvisiert? Nein. So geht's auf jeden Fall. Wir können weitermachen. Fuck, fuck, fuck. Konnte nicht ausweichen. Oh. Okay, läuft. Ich mach 4. 2, 3. Seine lächerlichen Kritzen hat nichts gegen meine derben 4 Damage. Ja, manchmal mach ich auch 3 Schaden. Ja, ich mach manchmal 4 Schaden, wenn ich einen Crit lande, Alter. Ich
kriege ihn einfach weg hier. Ich bin Meisterassassin, Alter. Mit meinem Bogen, Wurfstern, Messer meuchle ich ihn von hinten, während ich vor ihm stehe. Das wird wahrscheinlich noch länger dauern als damals die Steinstatuen. Könnte sein, aber zu zweit geht's auf jeden Fall besser. Dann trinken. Kampf. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht beim Husten mich nicht wegdrehen. Habe ich gerade eben 5 gemacht? Habe ich mir das nur eingebildet? Ja, ich mach's 5. 5, Alter. Toll, jetzt ist das Scheiße in dem Baum. Ich habe tatsächlich nochmal 5 gemacht, Alter. Ich mach so derbe Crits. Ich weiß, warum du 5 machst. Wenn du das im Bogen hast. Ja, ich habe aber schmal aus minus 5 inzwischen. Ich würde die Rüstung ausziehen, damit das weniger wird. 4 mache ich auch manchmal. Das Problem ist, wenn ich meine Rüstung ausziehe, killt er mich wahrscheinlich instant. Ja, schluck das, Drache und das. Und vielleicht treffe ich. Ja, 3. Boah, ein 5er, Alter. Ein 5er. Ich soll ein Lotto spielen. 5er lohnt sich das. Schön, wie wir eine noch dümmere Art und Weise gefunden haben, Dungeon Lords zu spielen als im Original. Das mit den Steinstatuen war schon dämlich, aber das hier, das ist nochmal. Das ist nochmal eine Ecke härter, was wir jetzt gerade tun. Ja, wir sind immerhin schon Level 8, ne? Da kann man schon mal so einen Drache töten. Ja, so viele Lebenspunkte hat er ja auch nicht, ich meine. Nein. Da kommen ein paar Feuerbälle auf mich zu, aber es macht gar nichts. Kannst dich ja heilen. Was macht das überhaupt so an den Rüstungen? Das beschädigt die doch bestimmt voll, oder? Ich hab meinen schon ausgezogen. Nee, dann killt er mich, glaube ich, instant. Ja, es geht sogar. Ich habe ja mein Stoffhut oder was das ist auf. Der ist ja zum Glück auch feuerfest. Ich habe zumindest das ausgezogen, was mir Minus gibt. Ich habe es überlegt, aber ich überlebe den seine Feuerbälle immer nur ganz knapp und trifft mich leider zu oft, dass ich das riskieren würde. Ja, aber bei mir brauche ich schon 2 Feuerbälle, damit er mich töten kann. Ja, nee, vor allem, wenn er dich mal irgendwie ungünstig vielleicht erwischt, dann. Ja, ich treffe ihn gerade irgendwie nicht so wirklich. Ich kann auch in den Busch laufen, sehe ich gerade. Yeah, 3, Alter. Machen wir den anderen dann auch noch, oder wie ist das? Ich möchte erstmal nach Arintal Valkyrie werden. Ich glaube, das reicht, wenn wir tatsächlich wieder 1 Million bekommen. Scheiße. Ja, vielleicht überlebe ich auch 2 Feuerbälle. Ich will es aber nicht herausfordern. Ja, über 4er Crits, ey. Da hat er keine Schnitte, der Drache. Die Tränke habe ich überhaupt noch. Ich habe noch ein paar. Not. Ja, ich auch, aber. Ich find's gut, dass hier gerade keine Gegner kommen. Die hängen wahrscheinlich irgendwo fest, wenn wir zurückgehen, sind da irgendwie 10 Millionen Gegner, die uns einfach instant killen und dann ist alles wieder weg, was er gemacht hat. Du hattest ja gespeichert, ne? Ich hatte auch jetzt nochmal zwischengespeichert. Gut. Speichern ist wichtig. Immer dran denken, Leute, wenn ihr jemanden töten wollt, immer speichern, weil wenn ihr fehlschlagt, dann könnt ihr nochmal laden. Mache ich in der Realität auch immer. Ich weiß noch damals, als ich John F. Kennedy versucht habe zu erschießen, musste ich 3-mal laden, war die Hölle. Okay, jetzt wird's geschmacklos. Wer daneben geschossen. Ja. Und irgendwann lade ich auch noch mal meinen 2. Weltkrieg Spielstand. Vielleicht gewinne ich ja beim nächsten Versuch. Ja. Alter, 4er Kritz, 5er Kritz, Alter. Ich den Drachen einfach alleine wegmähe, verstehst du?
Ich mach auch 4. Ja, aber du machst keine 5. Geht ja auch nicht, mein Bogen hat ja nur 2 bis 4. Was hat denn mein Bogen? 3 bis 5, ah, deswegen mache ich 3 bis 5. Überraschende Wendung der Ereignisse. Ich frage mich gerade, wie weit sie... Mein Finger tut weh. Oder wird lahm. Jetzt fühle ich mich gerade irgendwie an South Park erinnert. Mit dieser WoW-Folge, kennst du die? WoW-Folge? Nee. Bei South Park nicht. South Park gucke ich ja nicht. Oh. Wieso nehme ich überhaupt mit dir auf? Es sind so viele Leute, die mit mir Dungeon Lords aufnehmen wollen. Wieso nehme ich nicht einen von denen? Ja. Wenn man so im Internet guckt, müsste es ja reichlich davon geben. Ja, ich weiß nicht, wenn ich nach Lösungen suche, finde ich überall Foreneinträge, wo die Leute sagen, dass das Spiel total toll ist. Oder zumindest einige, wo ich mir denke, welche Geschmacksverirrung haben die so gespielt? Wahrscheinlich kennen die nur City in der Active-Spiele. Einer hat sogar gemeint, dass er das Spiel Gothic 2 vorzieht, weil das hier die dichtere Atmosphäre hat oder irgendwie sowas. Gut, ich habe auch eine Review zu The Hell in Vietnam gesehen, wo einer tatsächlich, es war ein Nutzer-Review und der hat ihm 70% gegeben. Ja, Hell in Vietnam, wo ich mir denke, 70%, alles klar. Was spielst du sonst so für Shooter, ey? Ich kenne nur City in der Active. Also die hier, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, von City in der Active kopiert, nur statt 20 Spiele in 3 Monaten zu veröffentlichen, haben sie halt irgendwie nur 1 veröffentlicht. Meinst Dungeon Lords? Ja. Entwickler, ja. Das ist wie ein ganz lange... dafür machen sie dasselbe Spiel immer wieder, ne? Es gibt halt echt 4 Versionen und jede ist irgendwie anders. Das ist halt so absurd. Irgendwie bezweifle ich, dass die 2012 Version nennenswert besser ist. Ich bin tot, fick dich. Ich habe ihn direkt verloren. Sie soll auf jeden Fall sehr viel anders sein. Als das hier noch. Das ist ja fast dasselbe hier. Ja, also die Aufzüge funktionieren, das ist schon mal ein Fortschritt. Und es gibt ein paar andere Gegner, aber sonst ist es fast dasselbe. Nein, ich hab doch. Warum trinkst du keinen Heiltrank? Ach ja, jetzt wo ich mich wiederbelebt habe, trinkst du doch schnell 2. Ja, leck mich. Super, jetzt habe ich nur noch Leben 8 oder sowas. Ne? Ja, Leben 8, fick dich. Das ist ja gleich ein bisschen was zum Skillen. Ich bin und nochmal tot. Leben 7, ja. Gleich sterbe ich instant, wenn er mich anguckt. Jetzt ist er in diesem scheiß Busch. Ich treffe ihn sogar. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ich würde gerne ein paar Zauber reinschmeißen, aber ich glaube, treffe ich den von da aus? Mal kurz. Fliegt schon mal in die richtige Richtung. Geht aber nicht so weit. Ja, ich hab's gesehen. Vielleicht wenn ich einen anderen Zauber benutze. Jetzt hat er sich bewegt, das ist ungünstig. Ne, ich glaube auch der andere Zauber nicht. Schon halb runter. Mir gefällt der Durchgang nicht, wir fangen von vorne an. So, kurz die Aufnahme neu starten. Damit da nicht irgendwelche Probleme auftauchen. Dann stürzt mein Rechner ab und ich bekomme keinen Erfahrungspunkt, wir müssen es normal machen. Oder der Fino tappt wieder raus. Ja, ja, aber jetzt ist es nicht so schlimm. Ich habe mir mal zwischengespeichert. Mach ich jetzt nochmal. Von daher. Bitte mal sterben, du Drache.